Moin, moin Leute, hier ist Yasir und willkommen zurück zu Let's Play One Piece Treasure Cruise. Gehen wir gleich in den Lilgarden rein, keine Zeit zu verlieren. Wir haben Montag, wenn ich mich nicht richtig irre. Auf jeden Fall nehme ich das am Montag auf, also sollte das auch am Montag hochkommen. So, nehmen wir mal einen Mihawk mit, weil die Level werden jetzt echt schwer gegen Ende hin. Und ja, also ich denke mal, extra special Candelabra heißt hier die Stage, dann denke ich, dass es hier wirklich Mr. 3 ist. Ja, aber ich gehe gleich auch nochmal über die Charakterbox rüber, weil ich ein bisschen was gemacht habe in der letzten Zeit, ein bisschen entwickelt, ja. Dann habe ich zum Beispiel wieder einen Pull gemacht, da habe ich dann wieder eine Nami gezogen, was, ich beschwere mich darüber nicht, aber, ja, ich meine nur stumpf, dass ich jetzt schon wieder den Arm gezogen habe. Aber ja, ne? So ist das Leben. Und morgen habe ich hochgelevelt, dann habe ich Mr. 3 auch auf Level 24 gebaut. Also ich steige mich so langsam hoch und das nächste Ziel wird dann entweder halt wirklich, Whitebeard oder, wen hatte ich noch? Muss ich gleich mal nachgucken. Also wie gesagt, Whitebeard wird natürlich immer im Fokus stehen, aber ja, ich fess mich nicht ein. Auf jeden Fall, Nami natürlich, zu Towel Nami weiterzuentwickeln. Duh. Ja, das wird so die Ziele in den letzten und auch für die nächsten Streams so. Wie gesagt, beim letzten Stream war das nur so, dass ich nur die Steam. Die Steam Donations annehmen konnte und ich denke mal beim diesen Samstag wird das dann endlich mal eingerichtet sein mit den Echtgeld bzw. den PayPal Spenden vom Konto, also dass ihr dann auf mein PayPal spenden könnt für Donations und sowas. Also darauf freue ich mich schon. Könnt ihr, also gebe ich euch damit auch noch eine größere Möglichkeit. Wie gesagt, bei den Steam ist es halt wirklich so, ihr müsst tauschbare Items haben, um halt wirklich irgendwas zu mir zu spenden zu können. Deshalb war es das natürlich ein bisschen doof. Und das kann halt wirklich zu jeder Zeit machen, wirklich. Ja, aber ein Thema habe ich auch für heute und zwar Eurovision Kack Contest. Ja, für alle, die den gesehen haben, den Eurovision Song Contest, die können sich jetzt vorstellen, was ich damit meine. Deutschland hat versagt wie was weiß ich. Das war nicht mehr feierlich, wie Deutschland versagt. Ja. Eins muss ich sagen, der Song war nicht schlecht. Der war nicht schlecht performt von ihr, der war nicht schlecht gemacht von ihr. Das Schlechteste war wirklich, dass es halt einfach wirklich nicht mehr ging. Die Konkurrenz war einfach in dem Moment so stark, wenn man den Song von Italien gesehen hat. Die hatten Stimmen wie was weiß ich. Ne, die hatten Stimmen von Göttern, also was Götter wären, die von der, auf der Erde gesandt wurden. Und danach siehst du dann natürlich die, wir waren auf dem zweiten Platz zum Beispiel. Der zweite Platz war, also erster ist Schweden geworden, auf dem zweiten Platz war Italien. Und der dritte wurde dann Russland. Russland hat das natürlich so, verkackt, allein von der Message her. Die Message war Frieden. Es war ein Song über den Frieden. Von Russland performt. Holy crap, macht der einen Damage. Aber der kann mich sowieso nur noch einmal angreifen, dann habe ich den, die Usopp-Fähigkeit wieder, wenn er mich überhaupt noch einmal angreifen kann. What the fuck, that miss. That miss, boys, miss, boys. Ich denke mal, dass wir den in drei Runden fertig bekommen. Das heißt, ich jetzt mal eben die Wachsfähigkeit von ihm ein. Den Wachskronleuchter. Die Ironie, die man da drinnen sieht, ist es natürlich auch. Gucken. Wie gesagt, zur Not, eine Attacke kann ich ja noch abhaben. Ich sag ja, aber das Spiel, das wäre wirklich um einiges leichter, wenn man einfach Fähigkeiten stacken könnte. Solche Cooldown-Erhöher-Fähigkeiten. Aber du kannst nur einmal den Cooldown reduzieren und dann bei der nächsten Attacke ist der dann, also dann muss er angreifen und erst dann kannst du wieder verzögern die Attacke.
Also ohne diese Fähigkeit wäre das Spiel halt wirklich mega einfach. Aber wie gesagt, die Verzögerung von Mr. 3 ist halt für zwischendurch auch ganz nice. Auch wenn er nur um 1 verzögert, aber ist halt sehr nice. Auf jeden Fall, wonach ihr jetzt schon mal ausschauen könnt, ist das One Piece Treasure Quest Japanisch Tutorial, weil jemand mich gefragt hat, wie das denn geht, Treasure Cruise auf Japanisch zu spielen. Ich werde natürlich nur ein Android-Tutorial machen, weil ich nicht wirklich weiß, wie das mit dem iPhone geht. Vielleicht mache ich dazu später noch ein Video, falls ich das rausgefunden habe, wie das funktioniert mit dem, auf dem iPhone. Weil, wie gesagt, ich habe kein iPhone, ich habe mich da noch nicht so mit auseinandergesetzt. Falls da wirklich eine Nachfrage ist für iPhone-Users, wie das funktioniert, werde ich das natürlich auch machen. Aber da muss ich dann halt noch ein bisschen nachgucken, wie das funktioniert. So, machen wir nochmal einen Veteran Hina. Kloppen wir so raus zum Ende der Folge. Nehmen wir wieder Luke Kissel mit. Der beste Mihawk auf meiner Friendslist. Mit dem höchsten Level. Und dann zeige ich euch nochmal meine Characterbox. Je nachdem, wie lange das hier dauert. Habe ich sonst noch irgendwas? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich habe ich nicht wirklich viel. Also, wir können uns jetzt aufs Game konzentrieren. Und ich sag jetzt schon mal danke für die 188 Abonnenten sind wir jetzt schon. Das ist wirklich, also in den letzten Tagen ist das so angestiegen. Das ist echt crazy, Leute. Das ist echt crazy. Ja, wieder fürs 200er Special. Muss ich gucken, was ich da mache. Ich habe schon irgendwie an wieder irgendwas, was weiß ich, Witziges, so wie das zum Beispiel das, den Kanaltrailer gedacht. Die 100er Special war ja die die Telemarket, also die Teleshopping verarsche. Und ja, 200, mal gucken, was die da macht. Ich weiß echt noch nicht, ich muss mir so in den nächsten Tagen mal was ausdenken. Weil so weit ist es gar nicht mehr, noch 12 Abonnenten. Und ja, mal gucken, wie das so läuft übers Wochenende. Ja, das, die kennt ihr nicht, keine Ahnung. Nett, danke. Würdest du mal bitte weggehen? Danke, Nachricht. Danke. Ja. Das soll ich jetzt. Achso, ja, genau. Nee, jetzt habe ich es wieder vergessen. Genial, das habe ich mega außer Dingens geworfen. Mega außer Verfassung geworfen. Geil. Achso, ja, von wegen, was ich mache, ja. Vielleicht könnt ihr auch mal was in den Vorschlägen machen. Also in die Videobeschreibung vorschlagen, was ich machen soll. Ja, das wäre eigentlich so mit das Beste. Hina Shaken, wie gesagt, auch sehr viel XP. Und von mir aus, Alter, 4 Chun, Alter. Da war sogar ein toller Name dabei, die werde ich jetzt behalten, das Manual. Ja, also wir können uns ja erstmal die Box angucken, wie gesagt, morgen habe ich entwickelt und der ist jetzt auf Level 18. Robin habe ich auf die 5-Sterne-Version gemacht. Ja, und Mr. 4 ist halt die Gold-Version. Ich weiß nicht, ob wir das im Park gemacht haben oder ob wir das im Stream gemacht haben. Weiß ich halt echt nicht, aber wir werden jetzt die Towel-Nami anfangen wieder zu uppen. Erstmal mit den Büchern, die nicht sie ist, also die nicht für sie sind. Und dann noch ein paar Füller hier selber. Jupp. Wie gesagt, die Bücher, die geben halt wirklich auch sehr, sehr viel XP. Level 50 ist hier das, was wir brauchen für die Towel Nami. Und dann natürlich noch die Entwicklungsmaterialien, die sind aber auch schnell gefarmt. Und jetzt fängt wieder eine neue Woche an, das heißt, jetzt kommen wieder die ganzen neuen Inseln, die Evolver-Inseln, da kann man dann auch wieder was zusammen sammeln, so Level 23. Und, ja. Quickfest läuft immer noch bis zum 2. Juni. Falls ihr noch Quick wollt, falls ihr noch die erhöhte Chance auf Killer, ein Ace oder sowas haben wollt, würde ich wirklich euch empfehlen, jetzt zu bilden. Falls nicht, einfach sparen auf das nächste Sukofest. Und ich würde mal sagen, das war so die Folge. Wir sehen uns das nächste Mal bei One Piece Treasure Cruise.
Bis denn, Leute. Danke fürs Angucken. Wenn ihr schon mal dabei seid, geht mal auf meinem Kanal und guckt euch noch andere Videos an. Wenn ihr schon da seid, lasst gleich ein Abo da. Nicht vergessen, dem Video einen Daumen nach oben zu geben oder einfach mal euren Senf dazu zu geben in den Kommentaren. Guckt mal bei meinen Social Medias vorbei, wenn ihr ein bisschen mehr Informationen über mich bzw. über Neuigkeiten haben wollt. Ich bin Janis Lee und ich wünsche euch einen schönen Tag.